Hey Lilena, heute kommt ein völlig anderes Video. Heute mache ich ein Back to School Sublease Hole Video. Außerdem wollte ich euch noch sagen, dass ich heute Namenstag habe. Ich habe mich so sehr auf diesen Tag gefreut. Und jetzt können wir anfangen. Es gibt Kinder, die haben noch Ferien. Aber bei manchen hat die Schule schon angefangen, wie zum Beispiel bei mir. Am ersten Schultag hat es sich ein bisschen komisch angefühlt, weil man sich wieder dran gewöhnen muss, so früh aufstehen zu müssen und so früh wieder ins Bett zu gehen und so weiter. Trotzdem habe ich mich so sehr auf meine Mitschüler gefreut und sie sich auch auf mich. Habt ihr noch Ferien oder hat bei euch auch schon die Schule angefangen, so wie bei mir? Wenn bei euch auch schon die Schule angefangen hat, was war das für ein Gefühl, am ersten Schultag in die Schule zu kommen? War das auch so ein merkwürdiges Gefühl oder wart ihr ganz locker? Schreibt es mir alles in die Kommis! Jetzt habe ich aber genug gequatscht, denn jetzt zeige ich euch die Sachen, die ich in meinem Urlaub für die Schule gekauft habe. Los geht's! Also ich habe hier einen Stift gekauft, der ist so schön bunt und so schön weich. Das ist ein Kuli und ich fand ihn einfach wunderschön, dass ich ihn für die Schule gekauft habe. Hier ist noch ein Stift, den ich gekauft habe. Das soll der Zauberstab von Hermine sein und das ist auch ein Kuli. Und der ist echt cool und schreibt auch sehr gut. Und den habe ich dann schnell gekauft, weil ich ihn einfach voll cool fand. Dann habe ich hier noch einen so süßen Spitzer gekauft. Das soll ein Hase sein. Und der ist echt cool. Und wenn man einen Stift spitzt, dann gehen die Hasenzähnchen hoch und runter. Nur habe ich hier jetzt keinen Bleistift, aber es geht dann hoch und runter und das ist echt cool, als ob er den Stift abbeißen würde. Hier habe ich dann einen Radiergummi gekauft in Regenbogenfarben. Und ich habe vieles in Regenbogenfarben gekauft wegen Christopher Street Day. In London und vielen weiteren Städten haben viele Leute demonstriert für die Rechte von Schwulen und Lesben. Und ich habe sowas wie ein Mäppchen gekauft mit Regenbogenfarben. Und hier kann man ganz viele Sachen reintun, wie zum Beispiel Stifte oder so, was man halt in ein Mäppchen reintut. So, dann habe ich hier noch 4 Kulis gekauft und da steht immer sein Satz auf Englisch und die sehen echt cool aus und das sind meine Lieblingskulis. Dann habe ich mir ein ganz süßes Hausaufgabenheft gekauft, nämlich das hier. Das sieht so süß aus. Ich liebe es einfach und ich muss da immer reinschauen, weil es so schön aussieht. Dann habe ich noch ein paar Bücher gekauft von den verschiedenen Schulen von Harry Potter. Das hier. Das hier. Das und das. Dann habe ich noch sowas gekauft, damit mein Handy sich ausruhen kann. Und es ist auch so flauschig und süß. Und das hier ist meine Schlafmaske, damit ich schön schlafen kann. Gute Nacht! Dann habe ich mir noch so ein Jojo gekauft, damit man sich in der Pause mit etwas beschäftigen kann. Dann habe ich mir noch eine YouTube-Tasche gekauft, die ich als Sporttasche benutze. Die ist groß genug, damit alle Sachen reinpassen. So, das war's mit meinen Sachen. Habt ihr auch welche Sachen in euren Urlaub für die Schule gekauft? Und was sind eure Lieblingssachen für die Schule? Schreibt es mir alles in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Schaltet bitte noch die Glocke ein. Wir sehen uns das nächste Mal. Eure Lena.